Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir sind aktuell am Nebenquest machen und warten gerade darauf, dass die Kleine hier aufwacht. Noch schläft sie. Und solange sie ein bisschen vor sich hinschlummert, haben wir gedacht, wir beginnen einfach mal unsere Amiibos wieder alle einzusetzen. Das nimmt ja so auch immer ein bisschen Zeit in Anspruch, ne? Und also bei diesem schönen Wetter kann man doch mal eben hier so ein bisschen Amiibos öffnen. Wir machen mal munter weiter. Es ist Zeit für unseren ersten Recken. Die gute Urbosa hat uns wieder etwas Fleisch gebracht und eine... Oh, scheiße. Und Naboris Helm, finally. Hat auch wieder gedauert. Und leider gewittert es hier. Bedeutet, wir sollten uns mal mit Sachen ausrüsten, die vielleicht nicht elektrifizierend sind. Wieso habe ich eigentlich aktuell kein Schild ausgerüstet? Frage für einen Freund, aber ist nicht verkehrt. Cool. Ich habe zwar keine Elektrosachen an, aber es tut trotzdem weh. Wir sollten vielleicht einfach mal ein bisschen schlafen. Das Wetter ist einfach scheiße. Ah, oh, sie ist wach. Nice. La la la. Ey, Glimmer, ich habe hier Sachen für dich. So, Libellen. Oh, Hallöchen, du. Was? Hier für dich. Was ist das denn? Was ist es denn? Ui, echte Libellen. Sind die wirklich für mich? Ja, du kannst sie auch echt haben und ich will sie... Schau mal, schau mal. Eine echte Glutlibelle und eine Frostlibelle und eine Zitterlibelle. Warte, ich bringe sie zu dir, damit du sie dir anschauen kannst. Da! Ah, nimm sie weg. Lauf nicht ins Feuer. Jana ist offensichtlich nicht erfreut über ein bisschen libellige Gesellschaft. Kleine große Wünsche. Ich glaube, die Quest ist abgeschlossen. La 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 la. Hey, irgendwie habe ich mich wieder beruhigt. Tja, danke, dass du die Libellen gefangen hast. Oh, süß hier, ein bisschen Kohle kommt rein. Ich komme mit Insekten eigentlich ganz gut klar, aber Libellen kann ich einfach nicht leiden. Wenn ich mir nur vorstelle, wie sie mich mit diesen Augen anstarren. Puh, das war hart. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ich dachte, jetzt muss ich erstmal duschen. Kleine, große Wünsche. So, wir müssen irgendwie... Also nicht so schlau hier mit den Kisten. Habe ich die schon geöffnet? Ja. Habe ich die schon geöffnet? Ja. Wir sollten vielleicht den Ort einfach verlassen. Ne? Ist vielleicht wirklich besser, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch gewittert. Gleich regnet es noch weiter. Ist nicht so schön. Njam, 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 njam. Hallo, Rex. Das kostet halt Geld zu pennen. Ich habe keinen Bock, dass wir Geld bezahlen müssen, um zu pennen. Wir machen das anders. Wir gehen jetzt erstmal zum Institut und kaufen uns... Nee, warte, wir machen es noch anders. Wir gehen jetzt erstmal... Wir haben so ein bisschen viel zu tun. Deswegen lass uns erstmal zu den Zoras gehen. Hier gibt es nämlich noch eine Quest, die ich noch nicht angenommen habe. Ich habe mir extra aufgeschrieben, von wem. Also an die nette Person, die mir, ich glaube, jetzt schon zweimal in den Kommentaren beigepoolt hat, dass da noch ein Questgeber rumläuft. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe tatsächlich mir eine Notiz gemacht, wo steht, dass Fudger oder Fugger oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, er ist der Questgeber und da gehen wir jetzt auch hin. Wir gehen jetzt zu Fudger und organisieren uns den Quest und tauschen dann erstmal unsere ganzen Leuchtsteine wieder in Diamanten um, dann verkaufen wir die ganzen Diamanten und dann machen wir uns eben kurz auf zum Arcada-Institut, um uns ein neues Schild zu kaufen und vielleicht doch mal wenigstens 10 von diesen Pfeilen, weil wenn die One-Hits so einen fliegenden Wächter runterholen, dann lohnt sich das schon so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Und danach machen wir uns mal auf den Weg, diesen Händler zu finden, diesen gruseligen Totenkopfhändler. Und gucken mal, was der so anzubieten hat. Erstmal ein bisschen Spurlotus einsammeln und krabben, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, hier kann man auch ruhig einmal im Kreis laufen und eben looten, was hier so gibt. Das habe ich ja nicht schon, nur schon tausendmal gemacht, aber auch das gehört dazu. Kommst du wohl her? Okay, auch schön ist das hier, ne? Musik ist schön. Optik ist schön. Bist du Futscher? Nee. Wir müssen jetzt erstmal Futscher suchen, aber den werden wir schon finden. Bevor wir das tun, warte, ich muss mich einmal umziehen. Ich sehe ja schlimm aus. Ich würde sagen, wir nehmen einmal hier so ein haltbares Schild. Dann nehmen wir einmal ruhig unser Master-Schwert, dass wir das auch mal kaputt machen. Und da können wir bei bleiben. Das sieht okay aus. So. Du bist der Mann, bei dem ich mir meine Leuchtsteine umtauschen kann, ne? Hep. Hep, so. Ja, hallo. Kann ich dir helfen? Leuchtsteine. Das Dorf der Zora... Ach so, nee, scheiße, das war der Text. Ist gut. Hier, Leuchtsteine.
Für dich jede Menge. Oh, danke. Du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich. Dann lass uns mal schnell nachziehen. Oh, geht das noch schneller? So. Muss ich das jetzt jedes Mal durchklicken? Auf Diamant. Weiter geht's. Du bist unser Retter. Ja, weiter geht's. Hier, ich hab noch mehr. Leuchtsteine. Real Talk. Hier sind noch mehr. Oh, geil. Noch mehr Leuchtsteine. Genial. Die werde ich heute Morgen erstmal zum Frühstück essen. Stops. Ja, überhaupt nicht. Nochmal ein Diamant. Gönn dir. Du bist unser Retter. Ja, hier, ich habe noch mehr. Warte mal. Ich war schon länger nicht mehr hier, du. Ich war fleißig. Guck mal hier, du. Danke, wirklich. Ja, es sind wirklich 10. Also, ich habe bestimmt 8 dabei. Also, 80. Das ist ja krass, wie viele Leuchtsteine du dabei hast. Hier, nicht, du kannst noch nicht wieder an die Arbeit gehen. Ich könnte dir auch gleich mehr auf einmal geben, wenn es möglich wäre, aber es ist leider nicht möglich. Du hast da wirklich... Ich muss mal erstmal hier ein bisschen drücken. Bam, 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 bam. There we go. Danke. Ja, ich habe noch mehr. Ja, komm mal hier. 10 mal durch. Krass, ey. Sind das wieder 10? Du bist ja echt crazy. Ordentlich Bauchmuskeln, der Typ, ey. Sehe ich jetzt gerade erst. Richtig durchmuskuliert hier. Ja, ich habe noch mehr. Button Smashing geht raus, bis alle Leuchtsteine weg sind. Hilft von nix, ne? Leute, wir müssen ihm ein bisschen. Kannst du, wo steckst du die überhaupt hin, die Dinger? Ich sehe keinen Sack oder sowas. Naja. Wir wollen nicht zu viel hinterfragen, ne? Vielleicht gibt es denen den richtigen Kick. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und die Frage ist halt auch, wo kommen seine Diamanten her? Oh je. Egal. Nicht zu viel hinterfragen, das macht unglücklich. Danke, du bist wirklich. Ja, hier, komm. Oh, gönn dir. There is another Diamant, there is another Diamant. Oh! Ich habe noch mehr Leuchtsteine für dich, gönn dir mal. Guck mal hier. Danke! Ein Diamant geht rein. Du, ich habe noch mehr. Ja, wirklich, es hört nicht auf. Ich sag dir das. Es ist einfach, es ist eine unendliche Menge an Leuchtsteinen. Bisschen Micromanagement heute, ne? Danach müssen wir eigentlich noch einmal Pfeile kaufen, die Leuchtsteine zu Geld machen, dann kurz zum Akala-Institut. Aber dann... Aber wir haben schon einen Nebenquest gemacht, also so ist es jetzt nicht, ne? Wir sind schon fleißig dabei. Aber wir haben noch echt viele. Also deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen verstärkt Nebenquests und dann die Schreinquests und... Habe ich nicht mehr 10? Warte, wiedersehen. Bis später! Sag bloß, also ich habe jetzt 16, ich will es wiederholen, in Zahlen 16 Diamanten. Leuchtsteine nur noch 6. Alles klar, wir haben keine 10 Leuchtsteine mehr. Jetzt müssen wir Fudger suchen. Der eiert hier irgendwo rum. Suchen wir Fudger. Ich habe leider kein Bild von ihm gemacht, sonst hätte ich bestimmt den Sheikah-Sensor anmachen können. Ich sehe den immer nur so beim Vorbeilaufen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wo er steht, aber wir gehen jetzt einfach mal suchen. Er betrachtet hier liebevoll sein Volk. Sidon, der Große. Du bist nicht Fatscher. Du bist auch nicht Fatscher. Ihr seid auch nicht Fatscher. Du bist nicht Fatscher. Bei dir habe ich schon eine Quest offen. Die müssen wir auch noch machen. Die wird ein bisschen lästig. Da müssen wir diese ganzen Steintafeln finden. Wir gehen die stumpf einfach alle nochmal ab, weil ich habe ja keine Ahnung, welche davon ich schon gesehen habe, welche nicht. Du bist auch nicht Fatscher. Wo ist Fatscher? Man sieht den irgendwie immer nur beim Vorbeilaufen und dann ist der irgendwo. Aber wo? Wo ist Fatscher tagsüber? Wir gehen jetzt einfach mal das Örtchen ab. Ich kann jetzt nicht wieder weggehen, ohne den Quest anzunehmen. Ohne Spaß, Leute. Ich bin schon so oft an dem Typen vorbeigelaufen. Das muss jetzt klappen. Also den müssen wir jetzt finden. Der kann ja nicht allzu weit sein. So groß ist das Dorf ja nicht. Vielleicht hält er tagsüber irgendwie Wache oder so. Oh! Ja, das macht euch an, wa? Du bist nicht Fatscher. Vielleicht ist er da hinten irgendwo. Also hier scheint leider auch kein Fatscher zu sein. Wo ist der Typ tagsüber? Das ist halt die Frage. Wo ist er? Wo ist Fatscher? Fatscher, wo bist du? Sag mir doch einfach, wo du bist. Moin, ihr Vögels. Wir gehen jetzt mal hier lang, dann können wir da unten gleich nochmal den Weg lang gehen. Irgendwo muss er ja sein. Er kann sich ja nicht komplett verstecken. Wir machen jetzt einfach einen kleinen Rundgang hier nochmal durch die Zora-Gegend. Genießen die schöne Musik. Und finden noch eine Kiste. Insofern
Ist doch alles Torte, sag ich schon. Alles Torte hier. Knorke, wollte ich sagen. Nee, nicht Knorke. Dutti. Mein Gehirn fährt immer noch hoch. Läuft nichts. So, Bogen. Ja, nee, den kannst du eigentlich behalten. Ich sag dir jetzt, wie es ist. Dann mache ich die Kiste mal wieder zu. Dann freue ich mich in ein paar Folgen, wenn ich wieder herkomme, dass ich wieder eine Kiste entdeckt habe, die ich schon dreimal geöffnet habe oder so. Vielleicht ist er ganz da hinten am Eingang. Vielleicht hält er da ganz vorne Wache. Hilft nichts. Wir müssen jetzt mal gucken. Kann ich mein Moped rausholen? Hier? Nee. Das kannst du hier nicht verwenden. Was los, Kehre? Bist du raus? Da musst du die Folge nur abwarten. Dann lasse ich dich raus, kein Problem. Na? Wenn du dich entscheidest, hier reinzukommen, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, hier drinnen zu sein. Ja, das ist so, Katze, das ist so. Das hilft auch nichts. So, hier ist auch niemand. Außer, dass es sehr schön aussieht hier, aber kein Fatscher. Wo ist Fatscher, Mann? Es gibt auch noch keine untere Ebene. Das sind alle Ebenen. Das heißt, er muss irgendwo am Rand stehen und Wache halten. Vielleicht ist er auch in einem der Geschäfte. Wir gehen mal in die Geschäfte rein. Wo waren denn die Geschäfte? Ich habe gar keine Geschäfte gesehen. Ich habe das Gefühl, ich blende immer eine der Ebenen in dieser Zora-Stadt aus. Wo ich einfach nie hingehe, weil ich sie einfach ignoriere. Vielleicht gibt es doch noch eine weitere untere Ebene. Einer von euch zwei Moglis, vielleicht Fatscher? Du nicht? Du nicht. Habt ihr Fatscher gesehen? Nein? Hep! Hep! Vielleicht ist er wirklich in einem der Läden. Ich habe den immer morgens gesehen, der ist immer an uns vorbeigeeiert. Vielleicht arbeitet er wirklich in einem dieser Laden. Ich glaube, er war rot. Konda. Kaiden. Gleich, Kero. Ich suche gerade Fatscher. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Merritt. Cleo. Dento. Kein Fatscher. Ich habe hier gerade irgendwo einen langlaufen sehen. Da hinten ist noch einer, das könnte vielleicht sein. Bist du Fatscher? Yeah, there we go. Schön, dass Ruta sich beruhigt hat. Sehe ich auch so. Oh, du bist es, Link. Tut mir leid, ich habe nur mit mir selbst geredet. Gibt's Probleme? Nun ja, meine Frau, Dedur, ist verschollen und das schon seit einer ganzen Weile. Genauer gesagt war es kurz nachdem Ruta durchgedreht ist. Sie ist Fische fangen gegangen, wie immer. Selbst jetzt, wo Ruta sich wieder beruhigt hat, ist sie immer noch nicht zurück. Ich mal mir schon das Schlimmste aus. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ich suche sie für dich. Link, du hast nicht nur das unser Dorf gerettet, sondern willst jetzt auch noch meine Dadur suchen. Du bist wirklich ein wahrer Recke. Wenn du sie findest, werde ich dir unendlich dankbar sein. Gib mir lieber ein paar Diamanten. Davongetrieben. Okay, diese Mission wäre auch erledigt. Jetzt haben wir schon mal das. Dann gehen wir jetzt einmal kurz nach Taburasa, kaufen da nochmal Pfeile und verhökern unsere Diamanten. Dann geht's einmal zum Hateno-Institut und dann geht's eigentlich los. Monster in der Nacht. Sobald die Sonne untergeht, erheben sich mancherorts Skelette und ähnliche Monster aus der Erde. Erde. Ja, wir müssen noch einen Drachen jagen, den roten Edra. Was ein bisschen doof ist, weil den haben wir erst letztens gejagt. Leider habe ich mir aber keine Schuppe von ihm organisiert, sondern nur sein Horn. Ja. Aber da wissen wir immerhin, wo wir hin müssen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Quest mit den Zoras. Mit den Orni. Eine der Prüfungen war das. Dort müssen wir hin. Wieder in diesen Canyon und können uns dort dann noch die Drachenschuppe organisieren. Wo ist denn jetzt unser kleines Dörfchen da hinten? Zip. Da gibt es wohl nachts auch nochmal eine Quest. Irgendein Kind, das Kuchen isst. Bei meiner Suche nach Quest habe ich das nämlich gelesen. Und ich wäre noch nicht der Meinung gewesen, wir hätten schon einem Kind mit Kuchen versorgt. So, aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Oh, mal wieder landen hier. Jupsala, Taburasa. Guten Tag. Ich bin's mal wieder. Willkommen. Du, ich hätte gern erstmal tatsächlich ganz normal Holzpfeile. Was ist die bla? Alle? Gleich alles. Gut, für 100... Jo. Dankeschön. Oh je, es ist ausverkauft. Kann ich bei dir auch verkaufen? Geht das, wenn ich mit dir rede? Oi. Willkommen, kann ich dir helfen? Ich möchte verkaufen. Roger, was möchtest du denn loswerden? Ich habe hier jede verfickte Menge Diamanten. Ich weiß, es wäre schlauer zu warten, bis die Frau bei den
Goronen, die haben möchte, aber bei 16 Stück, Leute. Ein Diamanten, ja, gib mir mal, ich geb dir alle. Nee, nicht ganz, wir geben ihm 14, komm. Zwei heben wir mal auf, falls wir die doch für irgendwas Craftmäßiges brauchen. Zusammen kommen wir dann auf 7000. Jawohl, ist doch gut. Danke, hast du sonst noch etwas für mich? Nö, das reicht erstmal. Die restlichen Sachen hebe ich erstmal auf, weil mit 7000. Man sieht sich, kommen wir doch erstmal ganz gut zu Rande. Dann haben wir das, dann geht's jetzt auf zum Akala-Institut. Einmal bitte hin teleportieren. Junk, dann wollen wir uns dann noch unser Schild kaufen. Oh, dann läuft die Kiste auch. Flammenborn. Das Volk der Shika soll diesen Energiespeicher gebaut haben, deren blauen Flammen seit 10.000 Jahren nicht erloschen sind. Bis dann wir kamen, dann mussten wir die erstmal wieder anmachen. Hat ja nichts geholfen, ne? Es musste geschehen, aber hat ja auch funktioniert. So. Dass das hier überall am Regnen ist. Was ist denn heute los? Okay, wie sieht es denn schildmäßig aus? Haben wir da noch Platz oder muss ich was wegwerfen? Wir haben noch ein Schild frei. Also können wir uns ohne Probleme mal eben so ein Schild erwerben. Guten Tag. In Betrieb. Willkommen. Ich hätte gern ein antikes Schild. Ich habe nicht genug antike Zahnräder dafür. I can't believe it. Wir müssen erst Zahnräder kaufen. Was kosten die Pfeile? Die kosten auch ordentlich was. 5 Pfeile kosten 400. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal einen Satz. Jo. Und um dann wieder Zahnräder einzusammeln. Das heißt, erstmal kein Schild für uns. Wir müssen warten, bis wir Zahnräder kriegen. Okay, upala. Dann ist das soweit in Ordnung. Und ich würde sagen, wir machen uns dann jetzt dran. Ich guck mal in meine... Ich würde sagen, wir legen einfach los und versuchen jetzt den Drachen zu fangen. Und so eine Drachenschuppe zu organisieren. Dafür, wenn ihr euch noch erinnert, der flog hier durch diesen Canyon. Wir hatten uns seinerzeit auf irgendeinem dieser Absätze es gemütlich gemacht. Da er eh durch den Canyon durchfliegt. Ja, wir gehen. Das war hier. Da waren auch diese Leuchtdinger. Lass uns hier hingehen. Das heißt, das ist unser nächstes Ziel. Wo ist mein lilanes Ding? Da, das machen wir weg. Und dann sammeln wir erstmal, Markierung löschen, so eine Drachenschuppe. Das Blöde ist, der tauchte da irgendwann auf. Das bedeutet, man muss da ein bisschen rumeiern. Das hilft nichts. Wir müssen da kurz abwarten, bis der Drache da lang fliegt. Der fliegt da, glaube ich, in den frühen Morgenstunden durch oder abends. Müssen wir mal schauen. Das Gute allerdings in dem Canyon ist, die Drachenschuppe kann nicht allzu weit wegfliegen, da es nur nach unten in den Talkessel da reingeht, beziehungsweise in diese Schlucht. Insofern bin ich da ganz guter Dinge. Auf der Karte siehst du, wo dein momentan ausgewähltes Pferd sich befindet. Drücke nach unten, um es herbeizurufen, wenn es in der Nähe ist. Ja, ich will gar nicht wissen, wo mein Takiro rumsteht. Der kann überall sein. Vibratur. So. Okay, wir müssen... Ich habe das auch schön rot eingefärbt. Ich finde, das passt ganz gut. Sieht schon irgendjemand den Drachen hier gerade? Nee, ne? Ich sehe ihn gerade auch nicht. Ich will gar nicht wissen, wie lange das jetzt dauert, aber wir müssen es ja irgendwie machen und es gibt leider keine andere Wahl, als das so zu tun. Und hier weiß ich halt, dass er hier definitiv langkommt. Ah ja, hier, perfekt, das war hier. Da gegenüber war nämlich der... Gegenüber war dieser Schrein. Insofern sind wir genau an der Stelle, wo wir seinerzeit mit dem Orni-Krieger standen und gewartet haben, dass der Drache lang fliegt. Ich glaube, das war abends. Wir haben extra auf Abend gewartet. Das sollten wir vielleicht stumpf einfach wieder machen. Doch vorher gönnen wir uns mal hier. Wobei, es wird ja gerade Abend. Es ist 16.45 Uhr. Das geht ja gerade auf die Abendstunden zu. Points. Leuchtsteine. Na, wie schön ist das denn? Ist ja nicht so, als würden wir wieder einen neuen Diamanten reinkriegen. Scheiße. Ah, das auch noch. Ja, Wadehahn, ist so gut. Ist so gut. So, ihr hört den Horn kriegen, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann gleich an dieser Stelle hier eben mal kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei der Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten stellen wir uns jetzt gleich hier hin. Warten einfach darauf, dass der Drache hier lang eiert. Und während wir dann darauf warten, können wir ja einfach stumpf ein paar Amiibos öffnen.
Ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.